Hallo, hier ist wieder die Julia. Herzlich willkommen bei meiner neuen Reihe 3 Minuten Julia. Heute geht's ums Thema Fleischessen oder vegetarisch leben. Ich wollte euch einfach mal fragen, wie ihr so dazu steht und wollte euch erzählen, wie ich so mich ernähre. Also ich habe mich anfangs vegetarisch ernähren wollen, wie ich so auch mit dem Thema Zero Waste eingestiegen bin. Mittlerweile esse ich wieder Fleisch. Und zwar, mein Freund und ich, wir sind da eigentlich beide mittlerweile so, wir essen eigentlich nur noch Biofleisch oder direkt aus der Region, also ich sag mal 20 Kilometer Umkreis, also wirklich sehr regional, von den Metzgern oder von den Jägern, je nachdem. Und Wild essen wir auch noch. Ja, dazu kann ich euch sagen, ich finde eigentlich, dass Wildfleisch das beste Bio ist oder das bessere Bio ist, weil das Tier kann in seiner natürlichen Umgebung aufwachsen. Es wird wahrscheinlich ohne Stress sterben oder kaum mit Stress sterben. Und das ist einfach mega regional. Ihr könnt vielleicht auch einfach euren Jäger unterstützen, weil ich finde auch, die Jäger muss es geben, sonst hätten wir hier eine Überpopulation aller Tiere im Wald. Ja, sowas unterstütze ich einfach gern. Deswegen esse ich wieder Fleisch. Ich versuche mich aber trotzdem auf der anderen Seite vorwiegend vegetarisch zu ernähren. Und wo es eben gute Alternativen gibt, da ernähre ich mich auch gern vegan. Also wenn ich jetzt im Restaurant bin, wo es was Veganes gibt und was Vegetarisches und das beides kann man essen, ne? Dann nehme ich auch meistens das Vegane, weil es meistens noch so ein Ticken umweltfreundlicher einfach ist. Ja, das könnte ich jetzt auch ewig ausdehnen, das Thema, aber die Reihe soll ja heißen 3 Minuten Julia. Und ja, mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie ihr so euch ernährt und warum ihr euch so ernährt. Ja, also jetzt habt ihr so meine Meinung gehört und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie ihr so euch ernährt und warum. Einfach die Gründe würden mich auch sehr interessieren. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch eigentlich die Reihe mir ausgedacht, 3 Minuten. Man soll sich auf ein Thema kurz beschränken. Ich erzähle euch kurz, wie ich so dazu stehe und warum. Und dann soll es einen Austausch einfach geben mit euch, weil das Thema Zero Waste, das kann man auch so breit auffächern und das ist so vielschichtig. Man kann es auch einfach als Zero Waste ist ja so ein, wie so ein Überbegriff für klimaschonend leben, einfach wenig hinterlassen und sparsam leben. Ja, und da würde es mich einfach interessieren, was ihr so dazu sagt. So, das war's auch schon von mir heute. Ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag. Bei mir scheint gerade die Sonne. Ich habe gerade Mittagspause und habe mir gerade meine Brezel vom Bäcker geholt. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Peace.